Das hier ist das teuerste Hotel Madrids und wir werden heute eine Nacht darin verbringen. Aber mit wir sind nicht wir alle gemeint. Gerade sind wir vier hier in so einem ganz Standardhotel in Madrid. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Drei von uns werden gleich ins teuerste Hotel umziehen. Da wir vier Leute sind, heißt das, dass einer die Arschkarte von uns ziehen wird. Die Sachen sind gepackt, wir sind ready einzuziehen, aber jetzt muss erstmal ausgelost werden. Wer darf hier überhaupt reingehen und wer muss... Ah ja. Und wer muss zurück in die Absteige? Wir losen jetzt hier mit dieser App aus, wer rein darf. Wer am Ende verliert, muss zurück ins Billo Hotel. Also wer jetzt ausgewählt wird, der darf, hat auf jeden Fall schon mal einen Platz sicher. Wer jetzt ausgewählt wird, ist der Erste. Komm, der Erste. Komm, okay. Mit deinem Finger. Oh mein Gott. Mit deinem Finger. Oh, 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 warte, wir müssen höher, Nein! Ist das so klar? Ist das so klar? Stabil! Guck mal, ich muss sonst mal alles zahlen jetzt. Jetzt kommt alles zurück. Jetzt kommt alles zurück. Das geht direkt weiter, das geht direkt jetzt Halbfinale. Einer von uns wird auf jeden Fall rausfliegen. Ne? Ich will nicht ins Finale, Alter. Ich muss einen anderen Finger nehmen. Der Finger war nicht gut. Ey, mein Herz pochert. Ich will das nicht verkacken. Mach Stinkefinger. Ich mach kleine Stinkefinger. 3, 2, 1. Bitte. Ja! Dieses Zimmer kostet 2000 Euro, Bruder. Mein Junge, ich wollte mit dir zusammen rein. So wichtig. So wichtig, Alter. Mo, Alter, komm her. Komm her, Junge. Ja, wir sind da drin. Wir sind da drin. Wir sind da drin. Ich sag ehrlich, ich gönn dir. Nein, ich gönn dir wirklich. Ey, lass doch zwei. Geh mal weg, jetzt okay, komm. Ich wusste ja, es wird auf uns hinauslaufen. Ich hab die ganze Zeit gesagt, Moritz, safe reinkommen. Ja, einer von uns darf noch in dieses wunderschöne Hotel. Stinkefinger war auch kein Glück, ich mach Daumen jetzt. Bruder, du hast dreimal gewechselt, das ist ja nicht gut. Was soll ich machen? Was? Warum hast du gemacht? Bruder, ich würde jetzt mit Penis machen, dann wirst du safe gewinnen. Aha! Oh, mit Daumen, du hättest gewonnen. Viel Glück, Bruder. Viel Glück. Ah! Smiley ist einfach derjenige. Und der Bruder hat sogar noch gesagt, so safe einer von uns beiden wird das nicht kriegen. Und ich glaube, ich bin das. Und er hat einfach wieder recht. Er leidet gerade. Das ist crazy, das ist wirklich crazy. Ey. Das tut richtig weh. Die regen mich auf. Weil die immer so Glück haben. Guck dir dieses Hotel an. Ja. Viel Spaß, Mann. Viel Spaß, Jungs. Ja, durchziehen. Egal, viel Spaß, Alter. Viel Spaß. Danke, danke. Ich werde mir einfach allein zu Hause einen reinzwirbeln, ey. Was soll ich machen? Egal, komm. Wir haben jetzt einen schönen, chilligen Tag, würde ich sagen, oder? Oh, hey, ich wurde storniert. Hä? Wir sind alle zurück. Okay, was geht denn hier gerade durch den Kopf? Bruder, ich überlege einfach nur, welchen Kiosk ich gehe, Alter, weil ich mir zu trinken hole. Das ist unnormal. So viel Pech kann man nicht haben. Das Ding ist, wir schicken ja auf jeden Fall Fotos und Videos, dann bist du halt so mental. Ich lösche eure Nummern. Ja, geht rein. Ja, geht komm, jetzt. Komm. Viel Spaß. Ich will euch nicht mehr sehen. Ja, dir wünsche ich viel Spaß, Alter. Du, keine Ahnung, mach was du willst, Alter. Geh rein, Alter. Geh rein. Ich möchte jetzt in den Pool mal langsam, Alter. Ja, komm. Ja, das tut mir so leid. So, und jetzt beginnt meine einsame Reise. Irgendwie habe ich damit gerechnet, ich wollte es nicht wahrhaben. Das war's mit diesem Hotel, Alter. Und ich gehe jetzt zurück ins Shebo Hotel. Und das ist ja nicht mal so schäbig, aber ich werde jetzt einfach allein sein. Aber ihr wisst, was das heißt. Yeah, boy. Ob das bei Spidey genauso aussieht? I doubt it. Ja, Leute, wir warten jetzt, damit das Zimmer gleich fertig ist. Und in der Zwischenzeit kriegen wir hier noch ein paar Getränke spendiert. Spendiert, ne? Die müssen wir schon zahlen, Kollegen. Und die sind noch nicht ganz günstig. Die müsst ihr selber spendieren, weißt du? Ja, die müssen wir uns selber spendieren. Home sweet home. Ein grünes Hotel. Guck mal, was hast du denn hier bestellt? Da muss man sich natürlich direkt was Feines genehmigen. Das ist nicht alkoholisch, muss ich betonen, ne? Irgendwas Pfirsich, Wein. Oh, riecht auf jeden Fall nicht so lecker, ich bin ehrlich. Aber wird einfach reingeknallt. Boah, doch, ist geil. Und da sind sogar auch so Blattgoldstückchen hier mit drin, siehst du? Die absolute Dekadenz, aber genau das Holzi-Niveau-Level, was ich auch brauche hier im Urlaub. Urlaub, sage ich schon, ne? Sind ja eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Jawohl, dann kann ich auch direkt eigentlich wieder auspacken, ne? Hat sich gelohnt. Hat sich
Mehr als gelohnt. Feinste Oliven aus Südargentinien. Das hat uns jetzt hier 60 Euro gekostet. Aber was ist schon Geld hier in dem Hotel, ne, Leute? Muss man sich auch mal gönnen. Also langsam, muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich hier ein bisschen verarscht. Wir bezahlen hier 2000 Euro für ein Zimmer, das vor einer halben Stunde hätte fertig sein müssen. Also ich glaube, das läuft bei dem Hotel von Lukas auf jeden Fall einfacher ab. Boah, dann nicht mal hier gratis Getränke oder gratis Willkommensgeschenk. Ne? Vielleicht kommt da noch was, ansonsten gibt es hier, glaube ich, eine schlechte Bewertung. Ne? Alter, jetzt klopft es hier, Alter. Jetzt geht's aber los. Hallo da. Was machst du denn hier? Ich hab was vergessen. Was hast du vergessen? Alter? Willst du mir unter Nase reiben hier? Nee, ich habe ein Portemonnaie vergessen, weil ich kann ja nicht so in dem Hotel auftauchen. Ich gehe jetzt zum Friseur. Nice. Willst du mitkommen? Ja. Ich hab mir jetzt ein bisschen was im Supermarkt geholt. Viel mehr kann ich auch nicht machen, Alter. Jetzt gehe ich wieder aufs Zimmer. Das ist geisteskrank, das ist geisteskrank. Wie kann man so ein Pech haben? Ich meine, Chance war 1 zu 4, ne? 1 zu 4, das heißt 10%, oder? Genau. Gucken wir mal, was die anderen gerade machen. So, ab 15 Uhr sollen wir ins Zimmer kommen. Wir haben jetzt gleich 16 Uhr. So ist eine Stunde Verspätung. Deswegen gönnen die Leute uns von dem Hotel hier auf jeden Fall eine Runde auf sie. Deswegen bestellen wir jetzt das Fetteste, was man hier bestellen kann. Wir werden das Ding hier komplett abreißen. Ich verspreche euch nicht zu viel, Leute. Und das ist kein Alkohol. Eine Runde. So, was zu so einem teuren Hotel dazugehört, sind natürlich auch reiche Dudes, die sich Escorts holen, hinter mir. Seht ihr das? Jetzt überlegen wir gerade, ob wir mal hingehen sollen und dem mal sagen, so, hey, geh mal zur Seite, wir zeigen dir mal, wie es richtig läuft. Ne? Aber es ist halt... Sorry, dass die Energy gerade ein bisschen low ist bei mir, aber ich muss wirklich zugeben, ich bin gebrochen. Ich bin nicht nur gebrochen, ich bin zerbrochen. Ich bin in 1000 Teile zersprungen. Und das Ding ist, es gibt hier nichts zu tun. Wow, ich habe 3 Betten. Was bringt mir das, dieses Hotel? Nix gegen das Hotel, hat keinen Pool, hat keinen Fitnessraum, hat nix. Oder dieser Gang hier allein schon. Oh Junge, hier geht sogar noch eine Frau, Alter. Junge, der Gang geht offiziell. Wie weit ist das? Ein Kilometer, Digga. Ich dachte irgendwann, da wäre ein Spiegel. Ich dachte auch Spiegel oder so. Unsere Finger haben uns dieses Hotel. Dieser Finger. Dieser Daumen war das. Dieser Finger. Ja, und jetzt. Ja, okay, wir stehen jetzt vor unserem Zimmer. Ne? 403. 403 ist es. Schauen wir mal rein. Ne? Ich würde sagen, Mo, du darfst sogar vorgehen. Weil du bist der Erste, der weitergekommen ist. Ich bin der Zweite und der Kameramann darf als Letztes gehen. Guck mal, erstmal, guck mal die Tür. Was, guck mal, was für eine Tür. Hey, ich bin Nummer 2. Ich bin Nummer 2. Boah, Junge. Was ist das? Das ist ein Begeber-Teuerschrank hier, oder? Boah, Junge. Oh, Badewanne, Alter, geil. Da gehen wir alle rein später. Ja, ich würd sagen, einer liegt in der Badewanne, einer ist da am Kacken und der andere ist unter der Dusche. Guck mal, wie clean die Toilette ist. Ja gut, das ist ein Hotel, dann wäre auch schon bei dir nicht gehen. Boah, zeig mal hier, Junge. Mach mal direkt den Bett-Test. Spring mal direkt darauf. Kombo, Kombo. Hier zusammen. Gib mir deine Hand. 3, 2, 1. Bleib da, Jungs. Ja. Boah, Junge. Das Bett ist super clean, Alter. Das ist richtig schön weich, Alter. Das geht. Schöne Grüße an Lukas, wenn er die Aufnahmen sieht, ne? Oh, hier unsere kleine Mini-Bar. Mini-Bar, ja, was heißt klein? Was heißt Mini? Das ist natürlich riesig. Ja. Dieser Service, ne? Der Kollege hat uns erklärt, es gibt Tablets auf dem Zimmer, mit denen man alles bestellen kann, ne? Jetzt guckst du hier, Tablet. Das Akku ist leer. Der Akku, die Akku, keine Ahnung. Schmutz. Mach mal Ausblick. Ist automatisch. Das ist automatisch. Das hab ich ja nie gesehen. Hier, geh auch rüber. Huh? Was ist das denn? Was ist das denn? Hey, hier. Guys! Leute, da unten hat Lukas eben verloren. Da unten. So, Junge. Statement. Mo, komm. Was sagst du hierzu? Das ist einfach geil. Okay. Tom? Wir haben 2 Stunden gewartet und das Akku ist leer. Ich möchte den Akku jetzt haben. Nein, Spaß. Das Zimmer ist schon sehr nice, Leute. Das Zimmer ist cool, auf jeden Fall. Aber Service bisher... Ich sag ehrlich... Ich hab halt voll viel erwartet, weil das Hotelzimmer ist krass, das Hotel ist super krass.
Oder es kostet auch 2000 Euro die Nacht, so, das darf man noch nicht vergessen. Da muss man doch was erwarten. Wir saßen zwei Stunden. Aber das, was ich erwartet habe, war halt noch hier so. Ne? Und wir sind gerade so hier. Das Weiche ist irgendwo da unten im Erdgeschoss, aber... Der zahlt doch nicht 2000 Euro! 2000 Euro, Junge! Ich meine, der zahlt da schon, aber der ist halt nicht hier. Ja. Oh! Das ist ja geisteskrank dumm! Ich habe wirklich so wenig zu tun, beziehungsweise einfach gar nichts zu tun, dass ich jetzt auf dem Handy ein paar Packs ziehe. Denn es gibt Ronaldo Rule Breaker 91er Karte. Wenn ich die jetzt ziehe, dann hat sich gelohnt. Haben sie mich mehr als. Geisteskrank. Was mache ich hier eigentlich, Alter? Salto Pack. Jawohl, John Stones. So, wir testen jetzt nochmal das Bett richtig, ne? Junge. So, wir testen das Bett nochmal richtig. Willst du Arme oder Beine haben? Wie Arme oder Beine? Junge, leg dich jetzt mal hin. Leg dich auf den Boden. Ich geh so rüber. Tschüss, ja, Junge. Komm, greif den an. Jetzt ist deine Chance. Du hast gute Ausgangslage. Ja? Komm. Du bist das Bett. Komm. Komm her. Zum Glück das Bett getroffen, ja? Das ist schwindelig. Hier nochmal Slow Motion, wie ich an Mo mein Knie in den Kopf hau. Ja, Jungs, lass mal was fuden gehen, oder? Ja, komm, lass mal jetzt zischen da. Glaubst du, das Wasser hier ist umsonst? Safe, nur bei 2000 Euro Hotel. Locker. Also ich glaube, ja, Kaffee nicht, aber Wasser eigentlich schon. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber kann schon sein. Ich meine, Kaffee, Wasser umsonst bei so einem 2000 Euro Hotel. Ja, mach einfach mal. Ja. Und ist lecker? Ja, Junge, hier steht doch so. Oh, 7 Euro. 7 Euro, Junge! Schwung wieder aus, was machst du da, Alter? Und wir dachten, das ist hier umsonst, ey. Boah, schmeckt wie Leitungswasser, probier mal. Riecht das an Wasser? Schöne Vanillenote. Junge, bei mir aus Leitung schmeckt besser als das. Egal. Dann nimm doch 8 Euro bei dir demnächst, wenn ich mal vorbeikomme. Wir sind im Aufzug und essen jetzt. Ja, wir gehen jetzt auf die 7. Eigentlich braucht man einen Termin. Der meinte doch reservieren und so, ne? Wir probieren einfach mal so. Ich leg da einfach. Weil die Uni wächst auch in 2 Stunden. Mann, was ich leg da einen Huni hin, dann soll ich jetzt mal. Huni, wisch dieses Arsch damit ab in dem Hotel. 1:37 später. Wir sind die einzigen normalen, Jungs, müssen wir jetzt hinsetzen. Jungs, also der nächste Minuspunkt an dieses Hotel geht, also man muss es so sagen. Wir gucken auf dem TV, was man alles essen kann. Das Menü hört sich super an, wir gehen hoch. Die haben einfach oben andere Menü in der Rooftop-Bar. Die hat da gar nichts. Sandwich für 50 Euro mit Kaviar, oder? Deswegen gehen wir jetzt wieder runter. Und weil bei Roomservice kann man angeblich was anderes bestellen, machen wir halt das. Ne? Und wir schneiden einmal zu Lukas. Was macht der denn gerade? Halt mal euer Maul da draußen! Wir gucken uns jetzt hier auf unserem riesen Flachbildfernseher das Menü nochmal an. Jeder entscheidet sich für was. Ja, und da muss halt gleich einer von uns anrufen. Ne? Also Service wird hier definitiv klein geschrieben. Das ist einfach so sagen. Das ist geisteskrank, Digga. Wir zahlen 2000 Euro hierfür. Das Ding ist, wir haben halt mit 2000 sind wir hier, glaube ich, eine der niedrigeren. Und die haben wahrscheinlich welche, die zahlen den 30.000 und die denken, das Ding ist, für die sind wir halt Larrys sowas. Das Ding ist, dass die krasseste Suite, also wirklich jetzt, no joke, die krasseste Suite kostet hier eine Nacht 35.000 Euro. Und bei 35.000 Likes geben wir diese Suite. Ich überlege gerade, was ich so machen kann. Ich bin hier die Straße runtergelaufen, dann habe ich so ein Kino gesehen. Soll ich einfach ins Kino gehen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich allein machen soll, Alter. Komm, wir gehen mal zum Kino. Is it possible to order some food into our room? Of course. Ein bisschen gespannt jetzt, was hier wieder ankommt, aber ja, lassen wir uns überraschen, ne? Also er hat auf jeden Fall die Gerichte hat er richtig wiederholt. Das Ding ist aber einfach, die, zum Beispiel hier konnte man gerade ein Club-Sandwich für, ich glaube, 25 oder 30 Euro holen, oben hat das einfach 50 Euro gekostet.
Plus du zahlst oben pro Person 6 Euro für den Service. Ohne Sinn, wirklich ohne Sinn. Ich bin hier gerade am Kino, da fällt mir ein, die Filme sind doch dann auf Spanisch. Macht gar keinen Sinn. Ich kann doch gar kein Spanisch, macht gar keinen Sinn ins Kino zu gehen. Hä? Ja, und selbst wenn der Film auf Englisch ist, Englisch can I also not speaking. Junge, ich höre euch beknackt, zahle ich 7 Euro für ein Wasser, Alter. 70 Cent am Kino. No. 1,20 Euro. Keine Ahnung, wir haben hier insgesamt 6 Euro gezahlt. Alter, da haben wir. Junge, der Wasser war teurer als der ganze Einkauf. 6,60 Euro haben wir gezahlt. Alles haben wir hier. 40 Cent billiger als dieses Scheißwasser. Unglaublich, Mo, oder? Unglaublich. Ach, Freunde. Ich habe mir zwei Five Guys einen Burger geholt. Ich sitze hier ganz alleine. Ist schon ein bisschen anders, aber es ist auch mal okay, alleine loszugehen. Also, die Jungs sind hier wirklich nicht. Das ist kein Fake. Jetzt wird dieser Burger gefoodet. So, Leute, Room Service ist da. Mal schauen. Okay. Enjoy your food, guys. Thank you so much. Have a nice day. Ich hab den Fehlentscheidung getroffen. Guckt euch mal bitte mein Essen an. Das sind 3 Scheiben Hühnchen. Nein! Da stand nicht was von Kartoffelpüree? Mit Kartoffelpüree und Gemüse. Ja, was? Das ist doch. Bruder, komm mal, meins war bestimmt teurer als seins. Ich habe auch reingeschissen, ich sag dir ehrlich. So, was denn bei dir falsch? Ich habe 500 Gramm Ribeye genommen für 50 Euro mit Kartoffelpüree. Ich betäube meine Sinne. Ist geil. Also, probier doch mal dein Kartoffelpüree da. 500 Gramm Ribeye mit Kartoffelpüree für 50 Euro. Kartoffelpüree weg. Ja Leute, jeder, der schon mal selber Hähnchen gekocht hat, weiß, wenn das so weiß ist, dann ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil dann heißt es, da ist eigentlich so kein Gewürz drauf. Probieren wir mal. Und die Konsistenz ist nice. Wie viel Euro würdest du dafür zahlen? 6. Das Ding ist, was mich halt überzeugt hat, war das Gemüse in der Kartoffelpüree. Der Kartoffelpüree war immerhin da. Der war da. Gemüse ist halt nicht da. Was sagst du denn zu deinem Ding? Schimmel Parmesan erstmal draufgeballert. Schimmel Parmesan? Schimmel. Nein, schön den Parmesan erstmal hier draufgeballert. Ich hab Schimmel gesagt. Mir fehlen. Jedes Wort fehlt mir hierzu. Was ist denn das hier für ein Stück Fleisch? Das ist 2 cm Fleisch, 5 cm Fett. So, ich esse doch jetzt hier kein pures Fett, Alter. Was soll das? 50 Euro. Für aber nur das Fleisch, ne? Nur das Fleisch. Ich habe ja kaum Kartoffelpüree gehabt. Also ich gehe davon aus, dass das Stück jetzt hier schon so 4 Euro wert ist. Danke an Mo, der hier ein bisschen gespendet hat. Ich habe mittlerweile noch ein paar Nudeln dazu bekommen. Ey, langsam sage ich, wir haben definitiv die Arschkarte gezogen, mein Mensch. Das ist so räudig, ne? Das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Also wir leben hier schon wie die Könige. Aber das Essen ist halt eher so. Service ist halt eher so. Burger war Premium, 1A. Kann man nicht meckern. Frag mich nur, was die anderen so schnabulieren und sich da reinordnen. Bestimmt ein 15-Gänge-Menü. Wenn man ist fertig mit Essen, aber man hat immer noch so Hunger. Man fängt einfach an, diese Dinge hier trocken zu essen. Kauft sich Steak für 50 Euro und dann. Und muss Brot danach fressen, weil hungrig, Alter. Da ist richtiger Sinn dahinter, Junge. Das ist wirklich Meckern hier auf hohem Niveau, ne? Alles ist. Sehr cool und geil, nice, Ambiente, Flair und so. Wir können jetzt nicht alles hier einfach so loben, so boah, überkrass. Wir müssen auch ehrlich bleiben, ne? Hätte man besser machen können. Wir haben mehr erwartet. Man darf nicht vergessen, man zahlt dir für 2000 Euro. Da ist ja alles mit drin, servicemäßig, Essen, das Niveau vom Essen. Und dann bestellen wir für 120 Euro Essen und wir essen am Ende Brot mit Salz und Pfeffer, Alter, Junge, das ist geisteskrank. Hat. Aber das sind mittlerweile bestimmt 10, 15 Minuten vergangen. Guck mal, der sitzt immer noch hier. Komm, schnell das mal, damit die Leute. Ja, ich weiß nicht mal, das wievielte Brot das ist. Hier war alles voll am Anfang. Ich glaube, also das war voll. Das müsste Minimum 4 sein, vielleicht ist es sogar 5. So, die Sonne geht auch langsam unter. Man kann sagen, ich habe jetzt praktisch den ganzen Tag allein verbracht. Ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Da vorne
ist jetzt irgendwo das Hotel von den Jungs. Ich will das jetzt wenigstens einmal sehen. Ich will jetzt einmal dieses Zimmer für 2K sehen. Einmal angucken, ein bisschen neidisch sein, nochmal Träne hier vergießen. Und außerdem habe ich auch nichts anderes mehr zu tun. Ich vermisse die Boys schon ein bisschen. Ich dachte so, ey, ein bisschen mal Abstand von denen, aber die sind schon süß. Guck mal, das ist einfach Hochzeit. Da. Das sieht keiner. Das ist so traurig, Alter. Die winkt da runter und keiner sieht das. Jetzt, ja, jetzt gucken die alle. Ja. Und sie ja. Nicht alleine ausgemacht. Ey, guckt euch diesen Eingang an. Ich warte jetzt hier wie Heckenpenner, dass mich einer der Jungs vielleicht mal hochholt. 12 Sekunden später. Und da kommt der Mugadan. Das ist einfach nur surreal. Der kommt da aus den Four Seasons raus, machen, ne? Als würde dem das gehören. Ja. Schleus mich mal da ein jetzt, Junge. Hiermit geht alles. Let's go. Hello there. Das ist eine Bumsbude hier, ne? Was ist das denn? Allein das Ding hier ist ja größer als mein Zimmer. Ich hab uns guck mal hier in den Schrank. Ja, ist okay, ja. Ist cool, ne? Ist okay. Was hast du bis jetzt gemacht? War gar nichts. Ich habe auf mir einen Burger reingepfiffen, das war's, Alter. Eine Stunde später. So, Kollegas, wir checken jetzt den Spa-Bereich aus. Wir haben uns hier schon in Schale geworfen. Ich weiß nicht, ob das hier so üblich ist, so rumzulaufen. Ich hoffe mal schon, sonst ein bisschen. Wir machen das einfach. Scheißegal. Und wir gehen auch ins Gym. Man kann ja auch so in dem Outfit trainieren, ne? Komm. Kein Problem. Achter. So, wir sind im Gym angekommen, da willst du hier Seilspringen, ne? Das Ding ist komplett verknotet, als ob ich das jetzt hier mache, dann war's das mit dem Seilspringen. So, Meister. Da holt er die dicken Scheiben raus. Der Typ da hinten, der guckt schon ein bisschen, weil wir in der Kamera hier im Spa-Bereich sind. Ja, schön, schön. Ja, schön, stark. Das hat man nicht vergessen. Und jetzt kommt noch die extra Motivation. Jetzt kommt die extra Motivation, jawohl. Komm, Junge! Ich gebe uns wirklich noch eine Stunde, wir fliegen hier raus. Das ist genau das Richtige für dich. Ah, hier. Yeah. Hab ich dir extra ausgesucht. Pass auf, die sind sehr schwer. Oh. Was macht der? Was ist so? Und was müssen wir uns sagen, oder? Keine Ahnung. Wir sind jetzt am Pool, oder? Komm, wir gehen jetzt hier rein. Fertig jetzt. Ein bisschen fertig. Hoffentlich ist das wenigstens gut. Ja, Leute, bevor uns in den Pool geht, gucken wir uns noch hier ein bisschen die Location an, Terrasse an der Masse. Sieht sehr nice aus hier. Hier ist ja auch noch im Oktober über 25 Grad, deswegen kann man hier auch schön im Bademantel rumlaufen. Das ist eine Aussicht. Geil, ne? Das ist eine Aussicht. Ja. Da kann man schon mal ein Like da lassen. Ne? Oh, okay. Scheiße, Bruder, das ist überkrass. Das sieht so geisteskrank aus. So geisteskrank aus. Ja, Leute, ne? Das ist mal wirklich ein 5-Sterne-Pool. Ne? Also, kann man nichts sagen und nichts meckern, ne? Guck mal, Leute, hier haben wir noch einen schönen Whirlpool. Da gehen wir jetzt erstmal rein und uns aufwärmen, ey. Das ist doch einfach nice. Wir drücken jetzt hier auf den Knopf. Und dann fangen jetzt hier die Düsen an. Richtig hier. Boah, geil. Guckt euch das an. Boah, guck mal, Tattoo, so clean sieht das hier aus. Hm, hier wurde auch übrigens Elite 5 gedreht. Und jetzt gehe ich lieber auf, weil es kommt hier Besuch rein. Hast du die neue Elite-Staffel gesehen? Elite 5? Nee, muss ich noch. Die haben hier in den Poolteil teilweise gedreht, ne? Genau hier. Aber die haben jetzt nicht hier gebankt, ne? Ja, ich glaube nicht. Und was sagt ihr zur Location hier? Die Location ist wirklich, also die ich will nicht sagen, dass 2K sich krass lohnt, weil 2K ist echt viel Geld, aber die Location ist schon geisteskrank. Ja, so Service ist so. Aber drauf geschissen, das ist trotzdem sehr geil hier. Hart.